finde ich genial. Recht herzlich guten Abend zusammen. Wir sind jetzt noch am letzten Mal. Es freut mich, dass wir für euch auf der Terrasse auch noch mal drüber auftreten. Und es ist fast gleich für den Erdbeeren. Ich gebe mir alle Mühe. Ich stelle mich gerne selber vor, weil ich nicht gerne mit fremden Vätern schmücke, dass ihr wisst, mit wem das zu tun hat. Ich bin der Bläsi Schül und wohne am Bläsi Ring. Es ist purer Zufall, dass ich heute zu Hause bin. Der Schorsch hat die Ferien genommen, der liegt jetzt auf Hawaii. Trotzdem die besten Grüße vom Hafenbecken 2. Schon auf dem Weg dahin, da habe ich gedacht, das wär's. Sing doch von jedem Jahr von George die besten Vers. Zwar ein Orchester, so wie er, habe ich ein Geheimnis. Dafür der beste Gitarrist, der Biri Heinz. So, meine Lieben, ich möchte gerne meinen kurzen Vortrag einteilen in drei Teile. Ich fange mit dem langweiligsten an, das wäre Politik. Nehmen wir das durch. Bern. Bern gibt sieben Köpfe und jeder Kopf ist ein Vers wert, das wissen wir auch. Und ich denke mir, Bunde zu uns, gehen wir mal so. Mit der Schül, der etwas Gottes vergessen stören. Wenn ich im Fernsehen sehe, wird die Bundesrätin schwören. Ich meine, wenn ich so laut und deutlich müsste liegen, also in mich würde sich nicht einen Finger aufkriegen. Ich mag die Weitschen aus dem Guschbär ziemlich gut. Nur bei dem bekomme ich am schon eine Wut. Und er hat gesagt, es fährt mir am rechten Gelenk. Wenn der bis 67 bleibt, dann haben wir es geschenkt. Der März hat wieder einmal eine so eine Prachtidee. Das Geld, das ihm fehlt, will er von mir als Raucher nehmen. Ja, 7,50 für ein Päckchen, darf ich schlauchen. Wahrscheinlich fange ich wieder an von Biele rauchen. Im Bundeshaus, da gibt's einen Ball zum ersten Rollen. Und Bloch möchte gern die Gallmiere holen. Doch hat er Bedenken, hinten flach und vorne eben. Ja, und wenn er stolpert, was soll er sich da haben? Ich stelle mich vor, als Bläsi-Schül und er sagt Deis. Ich habe ihn gefragt im Bundeshaus, er wäre so heiß. Ich kenne sie sagen, wo noch nicht zum Titel läuft. Sie haben doch vielmals am Marktplatz Schuhe verkauft. Nach seiner Schifffahrt sagt Leuenberger gleich. Der ganze Verkehr, der gehört vollständig auf den Rhein. Meine Frau hat gewettert und flucht, da
Zimmer, wo der Verkehr stattfindet, tue auch ich bestimmen. Jetzt gibt's noch einen. Und das wäre der Sammy Schmid. Der ist halt jetzt im Bundesrat schon das schwächste Glied. Denn der Blocher tut den Sammy ständig plagen. Mach ja von dir aus nichts, komm immer zuerst fragen. Und jetzt noch einen kleinen innenpolitischen. Bist 100 Jahre alt, kommt der Judy zu dir heim. Und dann verpatschiesst ein Foti oder zwei. Nur schau ich dann die Foti an, ist mir nicht klar. Wer ist der Regierungsrat und wer der Jubilar? Und jetzt hätte ich noch gern eine in eigener Sache politische. Ich probiere es bei euch, im Südfall probiert. Irgendwann mal klappt es. Ich frage mich an, ob es ein Teil da oben fehlt. Schon wieder hat mich keiner in die Regierung gewählt. Ich meine, ich weiss, dass ich den gleichen Schissdreck miefe. Nur ich wäre wenigstens ein glatter Sieg. Wir gehen zum nächsten Thema über. Und das wäre die SBB, die ist auch interessant. Ein wunderschönes Thema und Sujet wert. Aus Protest rennt man der SBB fast durch. Nach ihrem Plan gibt es bald keinen Zug mehr Basel-Zürich. Ich finde das toll, dass die es so sparen. Denn wenn kein Ofen fährt, tut auch kein Abendfahrt. Ein neuer Schiff will Mini und es darf nichts kosten. Drum sind wir zusammen Gäste ins deutsche Stoff gekostet. 6,40 Meter liegt vor ihr auf dem Tisch. Da fragt sie mich, wie viel Meter das in Euro ist. Ja, meine Liebe, ein kleiner Tipp. Auch ich hatte schon einen gehabt. Und jetzt hat man vielleicht noch Zeit da draussen. Ich gebe euch jetzt einfach den Tipp, wie ich es mache, wenn ich nach Hause gehe. Sie sind betrunken, sagt der Schucker. Das geht nicht. Steigen Sie bitte aus. Wir nehmen Sie gerade mit. Für was nimmst du mich mit, sag ich, und schälen an? Hast du nicht gesehen, dass ich ja schon ein Auto habe? Als ich vorher so im Zug gestanden bin, im Windzug, und es war kalt, habe ich gedacht, ich habe es noch recht gemacht heute Morgen, dass ich Winterfels mitgenommen habe. Ich möchte jetzt noch gerne schnell eine singen. Ein bisschen Fantasie brauchen tut. Es ist Winter, wir hocken in einer Beiz, Fernsehen live. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Es läuft gerade Frauenkür und ich habe einen sitzen. Da rief dein Interbeiz, der
Sprung, das ist dann die Spitze. Hast du den dreifachen Lutz gesehen, Jules, von dieser Frau? Dann sag ich, stell gerade zwei so hintereinander. So, und jetzt erlaubt mir, dass ich noch schnell zwei Verschen sind. Von, ich habe es vorher schon gesagt, von meinem lieben, alten Freund. Er wohnt in Italien und hat dort eine eigene Kirche. Vor knapp zwei Monaten macht so um die halbe zwei der Papst den unverhofften Besuch bei mir daheim. Und er hat gerüchtet, es ist eine Katastrophe. Er hat den Finger auf der Glocke und hat geschlafen. Wir hatten eine Audienz auf Rom zum Papa geführt. Und dort im Dom, da ist nur Folgendes passiert. Vor ihm da rutscht uns, der voll auf die Schnurren fällt. Und wenn ich so da liege, hat er mich zum Bischof gelegt. Ja gut. So, der Wind und so, wenn es stürmt und so weiter, die haben heute alle Bauernamen, singe ich nicht so gern. Ich singe von einem alten Sturm und von einem Männernamen gerade. Wo da der Lothar blost, ich meine, das muss leben. Fang plötzlich neben mir meine Frau an offenen Schwäden. Ich rief ihn hoch, ich selber die Schuld mit Flüte. Wer dreht schon weit die Schüpfe, dann ist das so der Kröte. Ja gut, er hat gesagt, ich habe Winterfest bei mir. Und man möchte ja gern, ihr wisst das, im letzten Winter Skirennfahren war immer das Gleiche gewesen, oder? Man wisst, wer gewonnen hat. Ja, über das ein Fans müssen wir machen. Wenn die Österreicher Skirennfahrer runterflitzen, es ist immer irgendein von denen an der Spitze. Ganz anders die Schweizer, wenn die oben runter rasen, füllen meistens unten gerade Ramseiers auf der Glas. So, meine Liebe, ich komme zum Schluss. Man möchte noch gerne auch ein sportlichen Fest von mir singen. Ich bin ein Sportler, extrem Sportler. Lach mit. Mein Lieblingssport ist Langlauf. Extrem Langlauf. Gut, ich sehe ich mich von der Seite, das ist der Schaden. Am Engadin, ich gleite so über den Schnee, habe ich vor mir zwei tolle rote Bäckchen gesehen. Ich springe da an und dann greife ich zu.
Dann mache ich auf, wo die Frau sagt, lass mich doch in Ruhe. Gut, Nummer 1. Das wisst ihr, denke ich. Noi. Ich bin ein Fan von Giovanni Trapattoni. Darum sage ich zum Schluss, sonst wenn ihr denkt noch mehr. Ich habe fertig, Sali zusammen, Flasche leer.